Gefühl mit dieser modernen Technik. Wegen Schadstoffe und dann diese umweltfreundlichen Energien. Erdgas zum Beispiel. Mein Heizungsbauer hat mir alles genau erklärt. Und er hat mich überzeugt. Modernisierung, Energieeinsparung, Umweltschutz. Ihr Heizungsbauer. Frischer Spargel. Sollte man sich dazu nicht eine Sauce Hollandaise leisten? Zubereitet mit der Meisterklasse für Sauce Hollandaise von Maggi. Und natürlich Butter. Sonst wäre es ja keine Hollandaise. Mmh, die Hollandaise. Feine Zubereitung für Sauce Hollandaise von Maggi Meisterklasse. Wir von Edushu. Sorgfalt. Frische. Und die richtige Nase für Qualität. Das macht Edushu so gut. Probieren Sie Gala Nummer 1. Das Beste vom Besten. Jetzt nur 6,95 Mark. Überall bei Edushu. Todespiloten im Einsatz. Heute Abend bei RTL Plus. Wir schmeißen ein paar Eier runter, bang, zip, finito und dann raus. Hier ist Macbeth. Was zum Teufel ist da los? Es ist eine verdammte Falle. Doch die Offensive gegen die aufständischen Rebellen wird zum Albtraum. Er war ein Held. Kameraden, wir feiern eine kleine Party. Hallo Ronson, ich bin auf dem Weg. Billy hat nur noch ein Ziel, Rache. Als Todespilot im Einsatz bei RTL Plus. Ja, was für ein historischer Moment. Der stählerne Adler. Ein Actionfilm mit spektakulären Flugszenen. Cobra! Dieser Plan, wie Sie ihn so abwertend genannt haben, wird von beiden Staatschefs, dem amerikanischen und dem sowjetischen, unterstützt. Verdammt, beide Länder werden bedroht. Islamische Fanatiker bedrohen die Supermächte. Verdammte sowjetische Mix. Das ist die andere Hälfte von Ihrem Team, Gentlemen. Der Stolz von Mütterchen Russland. Diese Raketenanlage bedeutet eine Bedrohung und Sie sind dafür ausgewählt worden... Der beliebte schwarze Serienstar Louis Gossett Jr. spielt den amerikanischen Teamchef Chappie. Stabilisier oder was? 5 Minuten zum Punkt C, Brasseur. Der stählerne Adler bei RTL Plus. Sie werden uns treffen. Ich komme auf 6 Uhr. Zianke. Bud Spencer und Terence Hill nächste Woche in 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle bei RTL Plus. Junge, wenn du hier abschmierst, dann kommt aber kein Postbote mehr. Hier, Tower Maranyao, Sie sind klar auf Empfang, over. Unser Kurs ist... Unser Kurs ist 3330! Die zwei Schlitzohren versuchen eine krumme Tour nach der anderen, um zu Geld zu kommen. Die Zahlungen sind nicht ganz freiwillig. Komm mal her. Schnell, sonst wird's dunkel. Nein. Was meinst du, Salut? Ich glaube nicht, dass wir das Ding jemals wieder in Gang kriegen. Hier ist ja alles im Arsch. Gut, also abgemacht. Die zwei kriegen jedes Flugzeug wieder in Gang. Aber kleine Fehler unterlaufen auch ihnen. 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle bei RTL Plus. Scheiße, bremst nicht. Dann würde ich mal rauftreten. Tatsächlich. Action und Abenteuer bei RTL Plus, das heißt spannende Spielfilme mit weltbekannten Schauspielern und mitreißenden Bildern. Ich denke da an Burt Reynolds in Der Tiger hetzt die Meute am
Donnerstag, dem 9. Mai, dem nächsten Feiertag um 22.05 Uhr oder an der Stelle Adler, Iron Eagle 2 mit Louis Gossett Jr. Morgen Abend ebenfalls am Donnerstag um 22 Uhr bei RTL Plus. Eine Flugstaffel im Kampf gegen eine Raketenbasis in der Wüste. Ein Actionfilm mit atemberaubenden und spektakulären Flugszenen, wie wir sie ja aus Top Gun kennen, für die ebenfalls der Hollywood-Spezialist Kevin Elders verantwortlich zeichnet. Und das ist ein Lob, das auch dem Regisseur Uli Lommel für seinen Film Warbirds Todespiloten im Einsatz gebührt. Dem Regisseur gelang in diesem Actionfilm die Verbindung von packender Heldenstory und erstklassiger Flugaufnahmen. Pilote Billy Hawkins und das Unternehmen Shakespeare. Was es damit auf sich hat, das erleben Sie in der deutschen Fernseherstausstrahlung von Warbirds Todespiloten im Einsatz.